Im letzten Teil des Retrospectives meiner Kindheitsspiele möchte ich etwas über die fünfte Konsolengeneration erzählen. Um euch eben alle videospielgeschichtlich auf ein Level zu bringen, möchte ich kurz etwas zu den Konsolengenerationen erzählen, bevor ich fortsetze. Die grobe Einteilung in Generationen gibt Aufschluss darüber, welche Konsole technisch gesehen wie weit entwickelt war. Je höher die Generation, desto besser war die Technik in dieser Konsole. Entsprechend gehen in den meisten Fällen Generation und Alter der Konsole einher. Ein paar prominente Beispiele der Generationen von damals bis heute möchte ich kurz auflisten. Erste Generation. 1972. Die erste stationäre Videospielkonsole Magnavox Odyssey. 1976. Philips Odyssey. Verschiedene Modelle von 1977 bis 1980. Color TV Game. Von Nintendo. Zweite Generation. 1977. Atari 2600. 1982. Atari 5200. 1980. Ein Handheld. Nintendos Game & Watch. Dritte Generation. 1984, Atari 7800. 1985, Nintendo Entertainment System. 1986, Sega Master System. Vierte Generation. 1990, Sega Mega Drive. 1991, Super Nintendo Entertainment System. Und nicht zu vergessen ein paar Handhelds. 1989, der Game Boy. Ebenfalls 1989, Atari Lynx. 1990, Sega Game Gear. Fünfte Generation. 1993, Atari Jaguar, Ataris letzte Konsole. 1994, Sony PlayStation, Sonys erste Konsole. Ebenfalls 1994, Sega Saturn. 1996, Nintendo 64. Sechste Generation. 1998, Sega Dreamcast, Segas letzte Konsole. 2000, Sony PlayStation 2. 2001, Microsoft Xbox, Microsofts erste Konsole. 2001, Nintendo GameCube. Und 2001, ein Handheld, der Game Boy Advance. Siebte Generation. 2004, der Nintendo DS sowie PlayStation Portable, zwei Handhelds. 2005, Microsoft Xbox 360. 2006, Sony PlayStation 3 sowie Nintendo Wii. Achte Generation. 2011, der Nintendo 3DS. 2012, PlayStation Vita. 2012, Wii U. 2013, PlayStation 4. 2013, Xbox One. Und 2017, Nintendo Switch. Diese nicht repräsentative und vollkommen unvollständige Liste zeigt insbesondere eines. Nintendo war schon immer dabei. Irgendwann gesellten sich auch Sony und Microsoft hinzu und lösten die alten Titanen Sega und Atari ab. Nachdem ihr nun eine kleine Geschichtsstunde bei mir hattet, gibt es nun einen kleinen Abriss über einige Spiele meiner Kindheit aus der fünften Konsolengeneration in den Jahren 1993 bis 1999, was für mich die drei Konsolen Sega Saturn, Sony PlayStation und Nintendo 64 umfasst. Der Sega Saturn, unsere einzige Sega-Konsole, die jemals den Haushalt betreten hat. Für uns eine Besonderheit, denn von Nintendo kannten wir unsere Spiele bislang nur als Steckmodul. Aber der Sega Saturn war in erster Linie eine CD-basierte Konsole und bot durch den größeren Speicherplatz auf diesem Medium die Möglichkeit, größere und grafisch aufwendigere Spiele zu liefern. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir den Sega Saturn kaum genutzt. So besaßen wir nur wenige Spiele, von denen mir die folgenden im Gedächtnis geblieben sind. Tomb Raider, ja, das allererste von 1996.
Wipeout 2097, ein futuristisches Rennspiel mit atmosphärischem Big Beat Soundtrack und dem meiner Meinung nach absoluten Highlight für Sparrix und für mich, The King of Fighters 95, der zweite Teil der sehr erfolgreichen Fighting-Reihe von SNK. Damit eröffnete sich eine neue Richtung für dieses Genre, denn bislang war Street Fighter der einzig gute Prügler, den wir kannten. Mit KOF 95 wurde uns bewusst, dass es noch mehr gibt als nur Street Fighter und dem klassischen One-on-One. KOF glänzt nämlich mit einem 3-on-3-Teamkampfsystem und führte außerdem das Ausweichen und Abrollen in dieses Genre ein. Gleichzeitig setzte es mit der flüssigen Steuerung und dem rasanten Gameplay völlig neue Maßstäbe. Street Fighter für SNES war nicht mehr länger der König der Kampfspiele. Für uns wurde es The King of Fighters, ein Spiel, in dem wir uns die besten und spannendsten Duelle geliefert haben. Nicht mehr ganz meine Kindheit, aber an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass es später ein Spiel gab, das unsere kühnsten Träume erfüllte. Capcom vs. SNK 2 für PlayStation 2 von 2001. Ein Spiel, in dem Street Fighter und King of Fighters Charaktere gleichzeitig auftreten und gegeneinander kämpfen. Scheiß die Wand an, das war einfach unser ultimatives Game. Sega sah damals seine Chance mit dem Release ihrer neuesten Konsole, sich von ihrem Konkurrenten Nintendo abzuheben. Während Nintendo die Veröffentlichung ihrer Konsole, dem Nachfolger des SNES, immer weiter nach hinten schob, wollte Sega den ersten Platz für sich sichern. Doch noch bevor Nintendo seine neue Konsole auf den Markt bringen konnte, tauchte wie aus dem Nichts Sony mit ihrer ersten Spielkonsole auf. Die PlayStation. Die Geschichte der Entwicklung von der PlayStation ist schon irgendwie witzig und ein bisschen ironisch. Sony war schon immer bekannt für die Entwicklung von Unterhaltungselektronik, zum Beispiel von Radios, Walkmans, und entwickelte zusammen mit Philips ein neues, sehr effizientes optisches Speichermedium, die Compact Disc. Da sich Sony anscheinend sehr gut mit CDs auskannte, arbeitete Nintendo zunächst mit Sony zusammen an einem CD-Add-on für das SNES, mit dem Abkommen, dass Sony eine eigene Konsole mit der wertvollen SNES-Technologie entwickeln darf. Aber aus irgendeinem Grund wollte Nintendo lieber mit Philips eine CD-Erweiterung basteln, aber der Vertrag zwischen beiden Parteien wurde bereits nach kurzer Zeit wieder gekündigt. Sony indessen sagte mit einem großen Fick dich Nintendo, dann bastle ich eben meine eigene Konsole mit Blackjack und Nutten, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen. Und so erschien Ende 1994 in Japan Sonys erste Videospielkonsole und im September 1995 dann auch bei uns. Die PlayStation. Ironisch finde ich hieran, dass Nintendo ihren größten Konkurrenten in gewisser Weise selbst geschaffen haben. Die PlayStation ist mit weltweit über 100 Millionen verkauften Exemplaren bisher die zweiterfolgreichste stationäre Videospielkonsole der Welt. Nur getoppt von der PlayStation 2 mit mehr als 150 Millionen verkauften Einheiten. Da kann Sony definitiv nicht meckern. Und obwohl die PlayStation so erfolgreich war, haben wir selbst nur wenige Spiele besessen. Die meisten Spiele, die wir gespielt hatten, haben wir uns von Freunden geborgt. Unter den unvergessenen Spielen meiner Kindheit dürfen natürlich weitere Prügelspiele nicht fehlen. Allen voran natürlich Tekken, insbesondere Tekken 3. In der Tekken-Reihe hat jeder Charakter seine eigene Hintergrundgeschichte, an dem großen Turnier The King of Iron Fist Tournament teilzunehmen. Doch das Hauptaugenmerk liegt auf der Mishima Corporation und die dazugehörigen Mitglieder der Mishima-Familie, Heihachi, Kazuya und Jin, sowie ihre ungeahnten Teufelskräfte. Tekken 3 brachte neben der spannenden Story und sehr guter PlayStation-Grafik noch zwei Minispiele mit. Tekken Force, in dem man sich im Arcade-Style gegen viele Gegner durchsetzen muss, ähnlich wie in den klassischen Side-Scrolling-Beat'em-ups. Und Tekken Ball, einem Beach-Volleyball-ähnlichen Spiel, welches irgendwie echt Spaß gemacht hat. Oh, und Gon. Es gab Gon. Gon war einfach... Gon. Neben Tekken brannte sich ein weiteres PlayStation-Fighting-Game in meinen Kopf. Bloody Roar. Es mag vielleicht nicht das beste Kampfspiel sein, weiß aber, sich durch ein bestimmtes Feature von anderen Kampfspielen zu unterscheiden. Jeder Kämpfer ist in der Lage, sich in ein mächtiges Biest zu verwandeln, einer Mischung aus Mensch und Tier. Und das war schon irgendwie cool. Und irgendwie gibt es hier schon wieder zu viele Furries! Eines der besten PlayStation-Spiele und meiner Meinung nach eines der besten Spiele überhaupt, weltweit und für alle Zeiten, ist der Stealth-Shooter Metal Gear Solid von 1998, welches der dritte Teil der Metal Gear-Reihe ist, nach Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake. Metal Gear Solid setzt den Soldaten und Söldner mit dem Codenamen Solid Snake erneut in die Hauptrolle, der die Vorfälle auf Shadow Moses durchleuchten soll und die Superwaffe,
einen riesigen Roboter namens Metal Gear Rex vernichten muss. Die Geschichte ist wesentlich komplexer und tiefgreifender als das, was ich gerade in einem einzigen Satz heruntergerasselt habe. Sie ist im Kern recht düster und politisch aufgrund der anstehenden Kriege, die durch die Metal Gear-Waffen ausgelöst werden können. Anders als viele andere Spiele steht hier nicht das blanke Niederbrezeln der Feinde im Vordergrund, sondern das taktische Umgehen von unnötigen Kämpfen. Unbemerktes Erkunden des Terrains und Vermeiden von feindlichen Konfrontationen stehen hier im Vordergrund. Und nach einer gewissen Zeit fühlt es sich beinahe so an, als sei man selbst Solid Snake. Das Storytelling ist so gut, dass man in den Zwischensequenzen das Gefühl bekommt, als schaue oder spiele man einen Film. Wer Metal Gear Solid damals nicht gespielt hat, hat echt was verpasst. Als eine der letzten Konsolen der fünften Generation trat endlich auch Nintendo ins Rampenlicht. 1996 in Japan und 1997 bei uns erschien die erste richtige 64-Bit-Konsole, die ihre stolze Bitzahl im Namen trägt. Das Nintendo 64 betritt das Schlachtfeld. Aus irgendeinem Grund hat es Nintendo, trotz geplanter Kooperation mit Sony und Philips, noch immer nicht geschafft, eine CD-basierte Konsole auszubringen. Nintendo setzt nach wie vor auf die guten alten Cartridges, was den Nachteil hat, dass die Spiele nicht besonders groß sein konnten und damit zum Beispiel in der Grafik eingeschränkter waren als PlayStation- oder Saturn-Spiele. Dafür gab es quasi keine Ladezeiten und das war eine feine Sache. Wenn ich heutzutage Spiele wie Final Fantasy XV starten möchte, kann ich in der Zeit, bis das Spiel vollständig geladen ist, eine 5-Minuten-Terrine kochen, den Song Angel Voices in Beat Saber durchspielen oder 150 Liegestütze machen. Theoretisch, nicht praktisch. Ladezeiten können nerven, aber die gab es auf dem N64 nicht. So, damit habe ich den Kreis wieder geschlossen. Grundsätzlich zählt bei Spielen nicht die Grafik, sondern das Gameplay und wenn wir ganz ehrlich sind, dann weiß Nintendo genau, wie das funktioniert, wenn man denn mal mit dem fremdarschigen Controller klarkommt. Wie hält man das Ding? So? Oder so? Oder so? Naja, je nach Spiel entweder so oder eben so. Meistens eben so, da man den Joystick zur Bewegung durch die dreidimensionale Welt benötigt. Was nebenbei bemerkt, das N64 von allen bisher dagewesenen mir bekannten Konsolen unterscheidet, ist die Anzahl der Controller-Steckplätze. Waren es bislang nur zwei, konnte man nun ohne Adapter bis zu 4 Controller anstecken. Und das machte die Library der N64-Spiele zu etwas Besonderem, denn entweder hatte man reine Singleplayer-Spiele oder die Spiele waren für den Multiplayer mit 4 Spielern konzipiert. Das war einfach großartig! Der Starttitel des Nintendo 64, Super Mario 64, zeigte der Welt, wie ein perfektes 3D-Mario-Spiel zu sein hat. Mit der intuitiven Steuerung fühlt man sich, als habe man zu 100% die Kontrolle über den dickbäuchigen Klempner, der mal wieder Prinzessin Toadstool, deren Name mit Super Mario 64 nun endlich weltweit Peach lautet, aus den Klauen des bösen Bowsers befreien muss. Warum Mario seinen Erzfeind immer wieder zu einem gemütlichen Kartrennen einlädt, hier in Mario Kart 64, ist und bleibt mir ein Rätsel. Aber abgesehen davon ist Mario Kart 64 nicht nur ein würdiger Nachfolger des SNES-Teils, sondern meiner Meinung nach einer der besten Teile der Serie überhaupt. Super ikonisch ist hier die Rainbow Road, bei der es eine großartige Abkürzung gibt, wenn man geschickt direkt am Anfang über die Brüstung springt und auf der Strecke landet. Und dank dem Vierspieler-Modus machte das Spiel immer und immer wieder einfach nur Spaß. Eines der besten Multiplayer-Spiele überhaupt, mit Spaß und Frust für jedermann, ist die Mario Party-Reihe, dessen Hauptreihe inzwischen 11 Teile umfasst. In Europa wurden die drei N64-Spiele 1999, 2000 und 2001 veröffentlicht, womit technisch gesehen Mario Party 2 und 3 gar nicht mehr zu meiner Kindheit gehören. Bei Mario Party handelt es sich sozusagen um ein Videospiel-Brettspiel mit einer Ansammlung an Minispielen, die man, je nach Spiel, alleine oder im Team, für sich oder gegen andere spielen und gewinnen muss. Dabei sind die Minispiele alle absolut unterschiedlich und bieten beim Spielen eine großartige Abwechslung und maximale Unterhaltung. Wäre da nicht dieser Joystick? Einige dieser Minispiele forderten die schnelle Rotation des Joysticks, was soweit okay ist, jedoch hat man als Kind schnell gemerkt, den Daumen zu verwenden ist viel zu langsam, also nutzt man lieber die gesamte Handfläche. Das funktionierte prima, sehr gut sogar. Leider bildeten sich aufgrund der schnellen Rotation und der Reibung auf der Handfläche leichte Verbrennungen und Brandblasen. Kein Scherz, hatten damals sehr viele Kinder.
das war interessanterweise kein lokales Phänomen. Diese Rotationstechnik nutzten Spieler auf der ganzen Welt und mussten die entsprechenden Konsequenzen tragen. Nintendo erhielt zwar Beschwerden, jedoch keine Klagen. Nintendo reagierte und veröffentlichte die darauffolgenden Mario Party Titel ohne den Einsatz von Minispielen dieser Art. Eine gute Entscheidung, wenn ihr mich und meine Handfläche fragt. 1998 erschien ein Rennspiel, das meiner Meinung nach wesentlich besser war als der SNES-Vorgänger, der beinahe ohne große Würdigung an mir vorbeigegangen ist. Das N64-Spiel indessen hat wirklich Spaß gemacht. Die Rede ist von F-Zero X. Was mir besonders gefallen hat, war die große Anzahl an Renngleitern, die im GP-Race an den Start gingen. 30 Fahrer mit unterschiedlichen Vehikeln treten in einem gnadenlosen Rennen gegeneinander an. Hier ist es möglich, mit gezielten Stößen seine Gegenspieler auszubremsen oder gar vollständig zu verschrotten. Allein dieses Feature ist schon so witzig, dass es einen Modus gibt, das Death Race, in dem man seine 29 Kontrahenten auf einer sehr einfachen Strecke in möglichst kurzer Zeit zerstören muss. Wer gut genug ist, die drei Cups, den Jack Cup, den Queen Cup und den King Cup zu überstehen, kann irgendwann den Joker Cup und schließlich den X Cup freischalten. Bei dem X-Cup handelt es sich um einen Set von 6 zufällig generierten Strecken. Diese können entweder sehr langweilig werden, weil es nur simples im Kreisfahren ist, oder aber extrem hart. Ich hatte mal eine Strecke, bei der es so eine krasse Kurve gab, dass kein NPC da lebendig durchkam. Alle 29 Gegenspieler sind kompromisslos von der Bahn geflogen. Ich selbst konnte dann, als alle rauskatapultiert wurden, die Strecke in absoluter Ruhe und Tiefenentspanntheit zu Ende fahren. In F-Zero X gibt es übrigens auch die Rainbow Road aus Mario Kart 64. Aber viel Glück beim Versuch, die Abkürzung zu nehmen. Im selben Jahr, 1998, erhielt auch Yoshi auf dem N64 sein eigenes Solo-Abenteuer mit Yoshis Story. Das Spiel ist so niedlich. Man steuert die 6 Yoshis durch die von Baby Bowser verfluchte Welt, die nun nicht mehr ist als ein Pop-Up-Buch, und versucht, den von Baby Bowser gestohlenen Happy Baum zurückzubekommen. Anders als in den sonstigen Spielen war das Ziel eines Levels nicht dadurch zu erreichen, dass man irgendwann das Ende des Levels erreicht hatte, denn es gab keins. Stattdessen muss man in jedem Level 30 Früchte essen, um voranzukommen. Viel habe ich gar nicht zu erzählen, aber dieses Spiel blieb in guter Erinnerung. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Obst gegessen wie damals. Lylat Wars. Ein Weltraumshooter von 1997 und ein ziemlich guter sogar. Im Mittelpunkt der Geschichte von Lylat Wars steht das Team um Fox McCloud, dem Anführer des Star Fox Teams, das im Auftrag der Conarian Army zum Planeten Venom aufbrechen soll, um dem bösen Wissenschaftler Andross das Handwerk zu legen. Denn er ist die Ursache für den Krieg im Lylat-System, dem Lylat Wars. Die Geschichte ähnelt der von Starwing, dem SNES-Teil, der damals an mir vorbeigegangen ist. Prinzipiell dient Lylat Wars als Remake oder eher noch als Reboot zu Starwing. Ich selbst habe übrigens erst sehr viel später erfahren, dass es überhaupt ein Starwing gab. Was den Wiederspielwert des Spiels erhöht, abgesehen von dem Versuch, einen möglichst hohen Highscore zu erhalten, war die Möglichkeit, unterschiedliche Routen auf dem Weg von Conarian nach Venom zu nehmen, wenn man in den jeweiligen Levels bestimmte Vorgaben erfüllt hat. Erst kürzlich noch habe ich das Remake Star Fox 64 3D für den Nintendo 3DS durchgespielt. Moment mal, das Spiel heißt Star Fox 64 3D? Wieso nicht Lylat Wars 3D? International sind die Spiele Starwing und Lylat Wars bekannt als Star Fox und Star Fox 64. Nur bei uns und in Australien wurden diese Spiele umbenannt. Aber wieso? Es gibt mehrere Theorien dazu. Die einen sagen, um Verwechslungen mit dem Spiel Star Fox für Atari 2600 von 1983 oder Star Fox für das C64 von 1987 zu vermeiden. Andere sagen, es lag an einer deutschen Firma, die den Namen Starvox trug. Und um Problemen aus dem Weg zu gehen, hat man sich entschieden, die PAL-Version von Starvox umzubenennen in Starwing und Lylat Wars. Und da alle PAL-Versionen betroffen waren, musste eben auch Australien in den sauren Apfel beißen und mit dieser Namensänderung leben. Werden wir noch ein letztes Mal grenzwertig, denn damals habe ich mit 2 ziemlich heftigen Ego-Shootern zu tun gehabt, die ich eigentlich nicht hätte spielen dürfen. Beide waren damals in Deutschland indiziert bzw. gar nicht erst veröffentlicht oder aber ursprünglich erst ab 18, glaube ich. Aber über Umwege und Freunde kommt man doch mal dazu, diese zu spielen. Es handelt sich dabei um James Bonds Abenteuer GoldenEye und dem N64-Ableger des ersten 3D-Teils von Duke Nukem, Duke Nukem 64.
Beide Spiele waren für damalige Verhältnisse richtig gut, aber der Singleplayer hat uns eigentlich nie interessiert. Am coolsten war der Versus-Modus im Splitscreen mit 4 Spielern. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Zeit wir damals mit diesen Spielen verbracht haben. Da kommen richtig Erinnerungen hoch. Im Jahr 1998 erschien Link's 5. bis dahin größtes Abenteuer, welches bis heute noch eines der beliebtesten und einflussreichsten Titel der Serie ist. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Als Kind hatte ich bereits The Legend of Zelda A Link to the Past für SNES gespielt, aber bis dahin nicht durchgespielt. Ein zugegebenermaßen etwas naiver Freund von mir meinte, man könne das Spiel nur durchspielen, wenn man sich Zelda nennt. Anders geht es nicht. What? Naja, und Ocarina of Time wurde damit zum ersten Zelda-Spiel, das ich jemals durchgespielt hatte. Mit seiner Grafik, seinem Soundtrack, dem Gameplay, der Story und dem Feature in der Zeit vor- und zurückzureisen und dem Angeln, den Rätseln, den tiefsten Dungeons, den krassen Bosskämpfen, dem Kampfsystem, der Ocarina und Navi. Hey, listen! Hey, 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 listen, listen! War The Legend of Zelda Ocarina of Time das perfekte Action-Rollenspiel. Die N64-Version ist bis heute das drittmeistverkaufteste Spiel der Serie, hinter Twilight Princess für die Wii und Breath of the Wild für Wii U und Switch. Dieses Spiel wurde damals von vielen Publikationen als bestes Spiel aller Zeiten ausgezeichnet, erhielt höchste Bewertungen und wurde in einer Sonderausgabe des Guinness Buch der Rekorde, Guinness World Records Gamers Edition, als höchst bewertetes Spiel mit 97,7% erwähnt, wobei die Seite GameRanking.com zugrunde lag. Nach einer Neubewertung ist The Legend of Zelda Ocarina of Time etwas abgerutscht auf 97,54% und belegt nun den zweiten Platz. Auf dem ersten Platz thront Super Mario Galaxy mit 97,64%. Ein letztes N64-Spiel darf auf der Liste meiner Kindheitsspiele nicht fehlen. Es handelt sich um das meiner Meinung nach größte Crossover der Videospielgeschichte. Ein Einstieg in eine Reihe, die mich seit jeher fasziniert und in den Bann gezogen hat. Die Rede ist selbstverständlich von Nintendos Prügler Super Smash Bros. Von 1999. In diesem Spiel kann man mit den bekanntesten Nintendo-Charakteren aus unterschiedlichsten Spielen in einem bisher nie dagewesenen Fighting-Game mit bis zu 4 Spielern gegeneinander kämpfen. 8 Charaktere stehen zu Beginn zur Auswahl. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu. Alles Charaktere, die mich durch meine Kindheit begleitet haben, vereint in einem Spiel. Nintendo, wie geil seid ihr denn bitte? Es konnte kaum besser werden. Oh, man konnte 4 weitere Charaktere freischalten. Luigi war dabei, supergeil. Captain Falcon aus der F-Zero-Reihe? Hammer! Pummeluff? Pummeluff? Wieso von 151 verschiedenen Pokémon ausgerechnet Pummeluff? Wieso nicht Mewtwo oder Glurak oder Mauzi oder Carpador? Wieso ausgerechnet Pummeluff? Das ist mir bis heute ein Rätsel. Ah, und Ness. Wer ist Ness? Ich kenne keinen Ness. Wirklich nicht. Für mich war das Erscheinen von Ness gleichzusetzen mit Pummeluff. Wer ist Ness? Wie sich herausstellte, gehört er zur Mother- bzw. Earthbound-Reihe, die in Japan und nur teilweise in den USA veröffentlicht wurde. Bei uns in Europa konnte man erstmals den zweiten Teil der Reihe, Earthbound ursprünglich für SNES, nun für die Wii U Virtual Console runterladen. Davor war Ness für uns in Deutschland ein Rätsel, beziehungsweise ist es mir immer noch. Aber in Japan erfreut er sich größter Beliebtheit und es gibt eine große Fanbase um die eher mittelmäßig bewerteten Spiele, die aber mittlerweile zu Kultspielen geworden sind. Und dank Super Smash Bros. Wurde Ness mit seinen Spielen weltweit bekannt. Trotzdem, wieso Ness? Wieso von allen Charakteren ausgerechnet Ness und Pummeluff? An Super Smash Bros. Gefällt mir natürlich in erster Linie der Multiplayer-Modus gegen andere Spieler. Hier hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass von allen Charakteren Kirby mein Main sein sollte. Der Singleplayer-Modus, in dem man zum Schluss gegen den Boss, die Meisterhand, zu kämpfen hat, bietet leider keine Langzeitmotivation. Aber im Multiplayer ist das ein Spiel, das ich immer und immer und immer wieder spielen könnte. Thank you.
Als krönenden Abschluss möchte ich euch ein paar Spielausschnitte diverser Spiele zeigen, die meine Kindheit geprägt haben, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, die es aber aus Zeitgründen nicht in meine Videos geschafft haben. Und ganz zum Schluss gibt es, wie so üblich, noch ein paar von meinen Versprechern. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise durch meine Kindheitsspiele gefallen. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und danke euch sehr herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich darauf, euch bei meinem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Also dann, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Unknown D. Ciao! Kannst du mir darüber erzählen? Ich habe keine Zeit für eine Geschichtsstunde. Gibt es, wie versprochen, jetzt die Outtakes. Viel Spaß damit! Gerade Kirby's Dream Land ist ein Spiel, über das ich viel erzählen kann. Das Besondere an dem Spiel ist Kirby, denn der pinke Edelknödel feiert mit diesem Spiel sein Debüt und wurde zu einem der beliebtesten Damit möchte ich auf meinen Mega Man Marathon sowie meinen Mega Man 2 Speedrun verweisen und gar nicht mehr so viele Worte über den blauen Bomber verlieren, der ebenfalls einer meiner absoluten Lieblingsvideospiele. Und Nokobon setzt sich zusammen aus Noko Noko, dem japanischen Namen der Goombas, der Koopas. Eine große Bedrohung geht von Mortimer im sechsten Teil, Aliens Ate My Babysitter, oder auch schon in Teil 5, The Armageddon Machine, wenn man den Bock hat, einen Brief beschrieben im Standard Galactic Alphabet zu deschriftieren. Kleine Bemerkung zu dem Namen Duke Nukem. Mit einem ziemlich rockigen Main-Theme und einem rasanten Gameplay wurde der grüne Hase sehr schnell ein Mitglied im Kreise meiner Lieblingsvideospielfiguren.
Das erste Spiel von LucasArts, das ich kennen und lieben gelernt habe, war das 1990 erschienene Das erste Spiel von LucasArts, das ich kennen und lieben gelernt habe, war das 1990. SCUM steht für Script Creation Klar. Sam und Max Hit the Road, ein Spiel, bei dem man ein chaotisches Polizistenduo steuert, bestehend aus Sam, einem tiefenentspannten, aber enthusiastischen Anthropomorphen. Tatsächlich deutet der alte Cranky Kong in Donkey Kong Country an, dass man zu seiner Zeit nur einen Controller auf dem... So unbekannt oder so egal ist das Spiel? Ich bin enttäuscht. Der gute alte Plock. Ja, danke fürs Klingeln! Ryu und Ken, die beiden Vorzeige-Street Fighter, wurden etwas individuell... Stattdessen hatte ich Brawl Brothers und möchte kurz etwas dazu erzählen, denn das dürften nur die wenigsten kennen. Toll, ich bin voll in der Zeile verrutscht. Oh, Outtake. Entsprechend gegen in den... Was steht da? Diese nicht repräsentative und überhaupt nicht vollkommen... Für uns eine Besonderheit... Besonderheit, was? Ich wollte gerade was sagen, Fini. Du sollst aufhören zu quatschen, wenn ich was vorlesen will. So. The King of Fighters 95, der zweite Teil des sehr erfolgreichen Fuck verlesen. Street Fighter für SNES war nicht mehr der Länge. War nicht mehr was? Heihachi, Kazuya und Jin, sowie ihre ungeahnten Teufelskräfte. Fuck! Es mag vielleicht nicht das beste Kampfspiel sein, weiß aber durch ein bestimmtes Feature von den anderen Kampfspielen, weiß ich aber, ich sollte richtig lesen lernen. Wenn man denn mal mit dem Arschigen Controller habe ich geschrieben, na dann lädt sich das auch so vor. Beide Spiele waren für damalige Verhältnisse richtig gut, aber der Single... An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und danke euch sehr herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, mich verlesen zu haben. Großartig.